Herzliches Willkommen und ein fröhliches Loktar! Ich bin Uggi und zeige euch heute die Kriegsjungensschlucht. Dabei handelt es sich um ein 10 gegen 10 Spieler Schlachtfeld in Form eines Capture the Flag. Das Ziel ist es, in die gegnerische Basis einzudringen, die gegnerische Flagge an sich zu nehmen und in die eigene Basis zu bringen, um so einen Punkt zu erzielen. Das Team, das zuerst 3 Punkte hat, gewinnt. Das Problem hierbei ist, dass die gegnerische Flagge nur dann abgegeben werden kann, wenn die eigene Flagge auch in Besitz ist. Das bedeutet, ihr müsst nicht nur dafür sorgen, dass ihr die gegnerische Flagge kriegt, sondern auch verhindern, dass der Gegner eure Flagge kriegt oder, falls ihr es nicht verhindern könnt, eure Flagge zurückerobern. Gucken wir uns doch zuerst mal die Karte an. Hier oben im Norden sehen wir das Silver Wing Hold, also die Basis der Allianz. Hier unten das Warsong Lumber Mill, also die Basis der Horde. Es gibt 2 Wege, um in die Basis zu gelangen. Diese sind hier durch einen blauen langen bzw. durch einen roten langen Strich gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um Tunnel. Diese Tunnel beginnen an den Häusern, die man noch erkennen kann, und gehen geradlinig in den gegnerischen Flaggenraum. Der zweite Weg führt über die sogenannte Rampe. Dabei reitet man oder läuft man hier hoch und gelangt auch hier wieder zu einem Eingang, der eigentlich direkt in den Flaggenraum führt. Auch hier oben nochmal. Ein weiteres Element der Basis ist das Dach. Dies dient meistens den defensiven Zwecken. Das Dach erreicht man, indem man den Tunnel entlangläuft und etwa auf dieser Höhe den Ausgang nach draußen nimmt. Dann führt ein kleiner Weg nach oben auf das Dach. Dieses Dach auch wichtig zu wissen. Auch wichtig sind die Friedhöfe. Hier durch ein blaues Kreuz für die Allianz und durch ein rotes Kreuz für die Horde gekennzeichnet. Solltet ihr irgendwann sterben, wird euer Geist dort herausgelassen und nach spätestens 30 Sekunden werdet ihr an dieser Stelle wiederbelebt. Ein weiteres Element des Schlachtfelds sind die sogenannten Buffs, also Stärkungszauber. Davon gibt es insgesamt 3. Der erste ist ein Geschwindigkeitsbuff. Der befindet sich im Tunnel und ist ein wichtiges Element, um entweder schnell in die Basis oder aus der Basis hinaus zu gelangen. Der zweite Buff ist der sogenannte Bersi-Buff, also Berserker-Buff. Dieser befindet sich in den hier quadratisch umrahmten Gebäuden. Dieser Buff bewirkt, dass ihr eine Minute lang 30% mehr Schaden macht, jedoch auch 10% mehr Schaden nehmt. Also wenn ihr unbedingt euren Schaden erhöhen wollt und es euch egal ist, wie viel Schaden ihr selber nehmt, dann ist das genau das Richtige für euch. Etwas Lustiges ist auch noch, falls ihr einen Gegner tötet, der unter diesem Buff leidet, dann bekommt ihr einen Erfolg, und zwar Take a Chill Pill, nimm eine Beruhigungspille. Der dritte und letzte Buff ist in den rundumrahmten Häusern anzufinden. Dabei handelt es sich um einen Regenerationsbuff. Wenn ihr den also aufnehmt, regeneriert ihr Gesundheit, Mana und, falls ihr auch ein Jäger seid, Zufriedenheit eures Begleiters. Damit ist, denke ich, alles zu dem Schlachtfeld gesagt. Kommen wir doch direkt zum Spiel. Da sind wir auch direkt schon im Spiel. Wie ihr sehen könnt, ich spiele einen Blutelfen-Schurken und werde deswegen noch eben ein paar Gifte auftragen, bevor die Schlacht losgeht. 10 Sekunden dauert es noch, dann kommt Action. Da ich, wie gesagt, Schurke bin, bin ich eigentlich nicht geeignet, um die Flagge zu tragen, beziehungsweise die Flagge zu supporten,
Und deswegen werde ich eher versuchen, die Allianzler in ihrem Vormarsch zu stören und besonders unsere Flagge zurückzuerobern. Es geht schon los. Ich werde jetzt erstmal ein wenig in Richtung der Nachtelfenbasis reiten und mich dann von hinten zu den Allies begeben. Hier habe ich, da vorne ist übrigens noch die Basis, hier wie gesagt, Horde und Allianzbasis. So, wir sehen schon, da wurde eine Weihe gezündet und ein Magier macht Arcane Explosion, das heißt, da ist irgendwo ein Schurke. Ich begebe mich trotzdem nicht dahin, sondern sehe hier einen Todesritter. Da ich jedoch nicht schnell genug reagiert habe und der bereits zu weit weg ist, konnte ich ihn nicht angreifen. Ich habe jedoch jetzt Unterstützung von einem Frostmagier und einem Ork mit einem Zweihandschwert und werde deswegen die Chance nutzen, um anzugreifen. Ich sollte eigentlich mit Hinterhalt angreifen, aber wie ihr gerade gesehen habt, war mir das nicht ganz möglich, deswegen kamen fiese Tricks. Jetzt habe ich gerade Cloak of Shadows, Kampfbereitschaft und Entrinnen sofort gezündet, um möglichst wenig Schaden zu nehmen, denn die beiden Allianzler sind sofort auf mich draufgegangen. Die ersten 6 Punkte habe ich für Wunden heilen benutzt, denn dadurch bekomme ich einerseits einen Hot, andererseits jedes Mal, wenn der Hot tickt, bekomme ich Heilung und ich nehme 6% weniger Schaden. Da dazu viele Allianzler gerade waren, nehme ich erstmal, rette ich mich erstmal vor ihnen und lasse eben mich aus dem Kampf austicken und den dort auslaufen. So, jetzt habe ich gerade einen Blick auf die Karte geworfen, wo denn die gegnerische Flagge ist, wo unsere Flagge ist, und da sehe ich schon, ein Druide in Bärengestalt hat die Flagge. So, ich warte ein bisschen auf den richtigen Zeitpunkt. Jetzt Konzentration, 2 Kombo-Punkte aus der Verstohlenheit angreifen, auftragen, Entschuldigung, dann habe ich Schattenschritt benutzt, um direkt hinter ihn zu kommen, und Hinterhalt. Jetzt kam der Todesritter dazu, ich habe sofort Blenden gezündet, um ihn kurz aus dem Kampf zu nehmen, dann hat noch ein Magier Verwandlung benutzt. So, jetzt wurde ich gerade in Dorn gepackt, deswegen habe ich sofort Cloak of Shadows wieder gezündet, also Mantel der Schatten, um das von mir zu entfernen, und ich gehe weiter auf den Druiden drauf, da wurde dann die Flagge bereits zurückgebracht. Der Kampf geht weiter. Ich sitze hier im Eisblock fest vom Todesritter, kann, weil ich Feenfeuer auf mir drauf habe, nicht in Verstohlenheit gehen, und Cloak of Shadows habe ich nicht bereit. Deswegen geht's auf in den Kampf. Die Allianzler haben unsere Flagge. Das heißt, ich werde mich da gleich drum kümmern. Erstmal kämpfe ich hier noch ein bisschen, um meine Gruppe zu unterstützen. Die Gefahr ist gebannt. Meine Dots und Debuffs sind ausgelaufen. Jedoch weiß ich noch nicht ganz, wo unsere Flagge langkommen wird. Also die Allianzler mit unserer Flagge. Deswegen schaue ich mich gerade ein bisschen um und stelle fest, da sind welche, die Flagge wurde aber sofort wieder nach Hause gebracht. Ein paar Allianzler sind auf dem Weg zur Basis. Wir haben unsere Flagge errungen, es steht 1-0 für die Horde. Dann mache ich mich auf zur Horde, zur gegnerischen Basis. Da vorne ist ein Frostmagier, davon lasse ich mich aber nicht großartig ablenken. So, vor mir ist da dieser Todesritter. Den werde ich die Flagge tragen lassen, jedoch... Nein, Entschuldigung, ein Krieger ist das. Den lasse ich die Flagge nehmen, aber... und dabei werde ich ihn dann unterstützen, denn er ist alleine und je nachdem braucht er Hilfe. So, da ist auch der Frostmagier, den wir vorhin schon gesehen hatten. Den halte ich davon ab, unseren Krieger zu verfolgen. Er zündet Eisblock, sobald er kann. Und ich mache mich aus dem Staub, denn da habe ich nichts zu gewinnen. Und es gibt Wichtigeres zu tun. So, jetzt sehe ich gerade, die Allies sind respawned. Da ist jedoch ein AFKler. Ich finde, man sollte sich nicht fürs Battleground anmelden und dann AFK rumstehen. Das verdient deswegen Bestrafung und los geht's. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie ein Verstohlenheitsschurke, nein. Naja, auf jeden Fall, wie Schurken im PvP kämpfen. Erstmal Konzentration drauf, dann hält er halt. Da er nichts machen muss, brauche ich keinen Nierenhieb reinhauen, sondern ich mache einfach Zerhäckseln, um schneller anzugreifen. Ich hau ihn um, dann noch Gesundung, schnell weg, bevor die Allies wieder respawnen.
Jetzt geht es auch direkt schon auf, wieder zu unserer Basis, denn die Allianz haben unsere Flagge. Da sehe ich drei. Die alleine anzugreifen macht keinen Sinn, aber in Verstohlenheit, damit sie mich nicht entdecken. Und die Eule habe ich mir als Ziel ausgesucht. Nein, doch nicht. Gehen wir auf Schröder. Okay. Zu dritt hatte ich, wie gesagt, keine Chance. Hauen wir eben hier diesen Paladin um. Natürlich keine große Kunst, wenn da noch zwei andere draufhauen. Und der Magier noch. Aber muss ja auch gemacht werden. Ich habe gesehen, die Flagge ist im Westen. Darauf warten, dass ich aus dem Kampf raus bin und aufmonten, hatte ich keine Lust. Also direkt weitergesprintet. Unsere Flagge wurde bereits gesichert, aber das hindert mich ja nicht davon ab, in den Kampf einzugreifen und ein bisschen Ehrepunkte zu sammeln. Ich gehe auf den Krieger drauf, habe ihn mit fieser Trick angegriffen, dann noch Nierenhieb direkt, dann Schattentanz gemacht, damit ich meine Verstohlenheitsangriffe auch so nutzen kann. Ein bisschen Hinterhalt drauf und ihn somit mit meinen Mitspielern besiegt. So, die Schlacht läuft jetzt 6 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Da vorne sehe ich wieder unseren Paladin. Er ist ein Heiligpaladin, deswegen macht es keinen Sinn, ihn alleine anzugreifen. Ich werde es trotzdem machen. Und zwar zu Recht, denn da kriege ich auch direkt Unterstützung von einem Todesritter. Ich greife ihn wieder mit fieser Trick an, damit er nicht wegkommt. Der Hinterhalt war nicht so wichtig, denn der Paladin wurde ja auch noch vom Todesritter angegriffen. Jetzt hat er sein Gottesschild gezündet. Auf gut Deutsch, er ist 10 Sekunden lang immun. Deswegen laufe ich um ihn rum, um aus dem Kampf rauszukommen, damit ich dann wieder direkt angreifen kann. Wieder fieser Trick, obwohl man es nicht machen sollte, aber das ist dafür, dass er sich nicht heilen kann im Stun und wir ihn besiegen können. So, man sieht, da hinten sind gerade die Allies respawned. Unsere Flagge, nein, wir haben die gegnerische Flagge, unsere Flagge ist noch sicher. Und da ist wieder ein Heiler. Ich will nicht, dass er die Gruppe heilt, deswegen geht's da drauf. Dieses Mal mit dem Hinterhalt. Er war gerade sowieso nicht auf sich konzentriert. Während ich auf den Heiler draufgehe, werde ich hier von einer Katze angegriffen. Deswegen sofort Kampfbereitschaft an, damit ich weniger Schaden nehme und entrinnen, damit ich ausweiche. Wie ihr seht, Heiler sind sehr stark im PvP. Ich kann kaum gegen seine Heilung ankommen und vor allem nicht gegen seine Schilde. Werd währenddessen aufs Korn genommen von den Allianzlern. Will trotzdem, wie ihr gesehen habt, ich habe schon meinen Verschwinden und Bereitschaft? Nein. Also ich bin schon gewanished und habe es wieder bereit gemacht und bin dann nochmal gewanished, also konnte ich nicht wegwanischen, ich musste sterben. Jetzt bin ich hier am Friedhof, unsere Leute sind mit der gegnerischen Flagge auf in die Basis und es steht jetzt gleich 3 zu 0, Entschuldigung. So, ich war jetzt kurz davor, die Katze nochmal anzugreifen, aber da ist es schon vorbei, Horde hat gewonnen. Die Kill-Stats sind jetzt nicht so gut. Trotzdem war es, finde ich, ein recht schönes Spiel. Ihr habt nochmal gesehen, was man so macht, vor allem als Schurke macht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin Ugi. Besucht unsere Seite darugi.de. Wir freuen uns auch immer über Abonnenten. Also macht's gut.